Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Soul Session für deine Soul Food Journey. Bevor du gleich Maria Anna Schwarzberg kennenlernst, möchte ich noch kurz wichtige News mit dir teilen. Ich gebe am Samstag um 9 Uhr ein Live-Training zum Thema, wie du Angst in Vertrauen verwandelst. Den Link zur Anmeldung gibt's in den Shownotes und ich freue mich riesig darauf, dich Samstagmorgen mit einer meiner wichtigsten Botschaften zu inspirieren. Das war's auch schon von meiner Seite. Wir starten jetzt mit unserem Interview und ich wünsche dir ganz viel Spaß. Ja, ich begrüße dich nochmal ganz, ganz herzlich zum Podcast Soul Food Journey, liebe Maria. Ich freue mich riesig, dass wir einen Termin gefunden haben und dass du dir auch die Zeit nimmst, trotz dessen du auf Reisen bist, um deine Erfahrungen und um dein Wissen heute mit den Hörerinnen und Hörern zu teilen. Also nochmal vielen Dank und herzlich willkommen. Dankeschön. Ich freue mich auch richtig, richtig doll. Und wir haben uns ja schon gute Laune gemacht. Und ich muss dir noch ganz kurz ein Kompliment machen. Ich finde, du hast die perfekte Podcast- und Radiostimme. Das ist mir gerade noch aufgefallen. Ja. Oh, vielen, vielen Dank. Das ist sehr, sehr lieb von dir. Danke. Gerne. Ich würde ganz gerne direkt mal so in dein Thema einsteigen, denn ich liebe wirklich den Titel von deinem Podcast, Proud to be Sensibelchen. Mhm. Ich glaube, dass es ganz viel, ich habe dich ja jetzt noch nicht persönlich kennengelernt, ich glaube, dass es ganz viel über dich aussagt. Ich glaube, dass da schon ganz viel von deiner Persönlichkeit, von deiner Seele drinsteckt in diesem Titel. Doch ich würde dich gerne mal bitten, dich selber so in Verbindung mit dem Proud-to-be-Sensibelchen einmal vorzustellen. Ja, sehr gern. Also ich bin Maria und ich bin noch 28 Jahre alt und genau, bin das Gesicht hinter diesem Podcast Proud-to-be-Sensibelchen. Und du hast recht, also der ist jetzt nicht irgendwie ganz weit weg von mir, sondern der ist sehr nah an mir dran. Ich bin Autorin und schreibe vor allem eben auch über Deep Shit, Emotionen, Gefühle und habe halt diesen Podcast und die Firma dahinter und das auch mit ganzer Seele verschrieben, weil ich persönlich finde, wir sind alle unterschiedlich und jeder hat einen anderen Beruf, einen anderen Partner, eine andere Vorstellung vom Leben. Wir leben auf unterschiedlichen Kontinenten, Kulturen, Essgewohnheiten, alles unterscheidet uns und regt uns immer zu höher, schneller, weiter an, ist aufregend, sorgt für Streit, sorgt auch für Miteinander. Aber das, was uns am Ende alle miteinander verbindet, sind unsere Gefühle. Und das allein bei Liebeskummer wird das klar. Ob du 15 bist, 25 oder 55, Liebeskummer ist immer gleich schlimm. Und da sind wir auch dann empathisch und das können wir nachvollziehen. Und ich würde mir wünschen, dass wir in puncto Gefühle einfach alle noch viel mehr zusammenrücken, dass das Ego viel mehr rausgestrichen wird, dass wir viel mehr miteinander sind, statt abwertend gegeneinander. Und genau dafür möchte ich mich stärker machen und mehr einsetzen, dass unsere sensible Seite viel mehr sein darf. Mm. Oh. Ich fühle gerade. Du hast es einfach sehr, sehr schön und auch, ich glaube, spürbar beschrieben während des Zuhörens. Und ich fand es ganz interessant, weil du auch gerade das Ego schon erwähnt hast. Und ich könnte mir vorstellen, dass es sehr, sehr viele Menschen kennen und sich natürlich auch oftmals fragen, gerade wenn sie jemanden neu kennenlernen, wie ist denn dieser Mensch, also du, überhaupt dazu gekommen? Denn es ist ja meistens so, dass jeder seine Geschichte mitbringt, jeder hat seine Erfahrungen im Leben gemacht und wir entwickeln uns ja von Schritt zu Schritt zu dem Menschen, der wir heute sind. Was hat denn bei dir dazu beigetragen oder gab es vielleicht auch prägende Ereignisse oder Erlebnisse oder Erfahrungen, die dich ein Stück weit in diese Richtung gebracht haben, dass dir genau diese Message heute so wichtig ist und so am Herzen liegt? Ich war eigentlich schon immer ein sehr sensitiver Mensch, auch schon zu Kinderzeiten. Ich habe mir mit 5 irgendwie selber das Lesen beigebracht und von da an fand man mich lesend in der Ecke wieder. Oder ich habe mit Lego gespielt, also schon viel auch allein gemacht.
Hatte auch immer nur wenige Freunde. Und das fand ich auch eigentlich okay so. Also für mich, für meine Bedürfnisse war das quasi perfekt. Und meine Mama wusste das auch immer. Ne? Ich war einfach so ein Kind, was man einfach mit Samthandschuhen, würde ich jetzt nicht sagen, aber würde man jetzt im Volksmund sagen, anfassen musste. Meine Mama wusste das. Ich war ein Nähemensch. Ich brauchte viel Kuscheleinheiten. Ich bin aber auch am Wochenende dann einfach schon alleine aufgestanden und habe versucht, ihren Kaffee zu kochen, weil ich wusste, dass sie das mag. Und ja, habe halt dann in meinem Zimmer gesessen und gelesen, wenn sie vielleicht noch nicht wach war und das gar nicht gehört hat, dass ich überhaupt schon durch die Wohnung getapst bin. Und irgendwann habe ich das so ein bisschen verloren. Das ist, glaube ich, für meine Geschichte sehr prägend gewesen. Ich habe das irgendwann mit dem Schulalter, glaube ich, verloren. Ich weiß nicht genau wann. Ich glaube, dass das auch ein schleichender Prozess ist. Also zum einen in der Schule wird uns das ja auch beigebracht. Ne? Du musst Leistung bringen. Ja. Du musst belastbar sein. Ansonsten ist was falsch mit dir. Und auch diese Vergleichbarkeit wird ja geschaffen. Dazu hat meine Mama auch immer darauf geachtet, dass ich sehr gute Leistungen bringe. Nicht, weil sie mir schaden wollte, sondern weil sie wollte, dass ich wirklich etwas aus meinem Leben machen kann und dass ich es besser habe als sie, weil sie konnte sich das damals nicht aussuchen, welchen Beruf sie ergreifen möchte, weil das zu DDR-Zeiten sehr eingeschränkt war. Und so habe ich mich so ein Stück weit darin verloren, weil ich hatte auch echt Schwierigkeiten in der Schule, so angenommen zu werden. Und dann genau die Schulleistung dazu. Und ich glaube, dann kam einfach irgendwann dieser Punkt, dass ich dachte, so wie ich bin, bin ich falsch. So wie ich bin, kann ich nicht sein. Also erstmal mich in Frage zu stellen, anstatt mein Umfeld in Frage zu stellen. Und habe dann gedacht, ich bräuchte das auch. Man braucht viele Freunde und man muss laut sein und man muss auffallen und man muss vor allem schön sein. Und wenn man leistet, so wie die anderen hier, und wenn man schön ist, so wie die anderen hier, und wenn man viele Freunde hat, dann ist man wer, dann ist man anerkannt. Ich glaube, dass das irgendwann in meinem Kopf passiert ist. Und genau danach habe ich dann sehr viele Jahre gestrebt. So. Also ich war Perfektion vom Scheitel bis zur Sohle. Ich habe mein Studium dann irgendwie gemacht, auch wenn ich das gar nicht mochte, aber man muss das ja dann auch zu Ende bringen. Und ich hatte ja schon einmal gewechselt und genau, habe halt sehr im Außen gelebt und sehr viel von außen bestimmen lassen, weil das ist ja das Wichtige, ne? Dass das Außen einen mag. Ja. Und bin dann aber irgendwann Mitte 20 mit einem Burnout zusammengebrochen. Und Burnout steht ja für diese maximale Fremdbestimmung, in der ich war, also sich selber komplett verloren. Nur noch reagiert, nicht agiert. Dazu eine starke Überarbeitung und auch ein schwieriges Berufsfeld. Ich habe damals mit Opfern von Gewalttaten gearbeitet. Naja, und so saß ich dann da irgendwie mit 25 in meinem Scherbenhaufen und dachte, ja, das habe ich mir jetzt irgendwie anders vorgestellt mit dem Leben. Ich bin aber aus heutiger Sicht sehr, sehr dankbar dafür. Also war ich auch danach schon relativ schnell, weil, also erst hat es mir Angst gemacht, dieser Gedanke, ich kann nicht mehr zurück in dieses alte Leben. Und als ich diese Angst irgendwann abgelegt habe, habe ich gedacht, Gott sei Dank kam das Ding mit 25. Und ich kann so früh mich schon damit beschäftigen, was will ich eigentlich im Leben? Wer bin ich? Wer will ich sein? Wo will ich hin? Was zählt für mich? Was sind meine Bedürfnisse? Konnte mich die letzten 3 Jahre einfach sehr viel mit mir auseinandersetzen und habe mir natürlich jetzt ein Leben gebaut, was sehr selbstbestimmt ist und nicht mehr fremdbestimmt. Und indem ich einfach ich sein kann, auch mit dieser sensiblen Seite, die ich habe. Und genau, das einfach nach meinen Stärken auch alles für mich nutze. Ne? Deswegen bin ich zum Beispiel so eine gute Autorin. Oder deswegen hören wahrscheinlich auch so viele Menschen im Podcast zu. Weil diese sensible Seite eben auch einen sehr positiven Nutzen hat. Und deswegen ja auch dieses Proud-to-be-Sensibelchen. Alles hat immer Vor- und Nachteile im Leben. Und na klar, wir können uns auf die Nachteile fokussieren. So, ne, so wie ich vorhin noch gesagt habe, als wir gequatscht haben, so ja, das Wetter hier in Brighton, ich weiß nicht, ob ich einen Yoga-Kurs finde.
Oder ich kann sagen, geil, Mann, ich bin in Brighton, ich kann rausgehen irgendwie beim Schreiben zwischendurch und ich kann hier mein zweites Zuhause genießen. Und ja, naja, wenn ich halt keine Yoga-Class finde, dann mache ich selber ein bisschen Yoga und gehe halt joggen. Das geht auch mal für einen Monat. Und das Gleiche gilt halt, finde ich, für diese sensible Art, für die wir uns so oft schämen und immer gesagt wird, jetzt sei doch mal nicht so sensibel und stell dich doch mal nicht so an. Da kann man ja auch sagen, doch, warum soll ich nicht so sensibel sein? Das bringt mir auch ganz viele Vorteile. Ja, auf jeden Fall. Ich würde gerne noch mal ganz kurz wie zurückspulen zu einem Punkt, den du eben in deinem oder aus deinem Leben beschrieben hast. Und zwar stelle ich mir auch ganz oft die Frage, da ich es in Gesprächen immer wieder erlebe, dass nahezu jeder zweite Mensch ein Tief, ja, so ein gefühltes, egal ob es kurz oder langzeitig war, aber so ein gefühltes, emotionales Tief erlebt im Laufe seines Lebens. Und ich stelle mir jedes Mal die Frage, muss es dazu kommen, dass der Mensch als emotionales Lebewesen überhaupt dazu kommt, sich die Frage zu stellen, wer bin ich eigentlich, was will ich eigentlich? Und da würde mich einfach jetzt mal so spontan interessieren, was du darüber denkst, weil du eben auch geschrieben hast, dass es ein Stück weit dazu geführt hat, dieses Erlebnis von dem Burnout, dass du ja dieses Privileg bekommen hast, dich zu fragen, was will ich eigentlich? Warum bin ich hier? Was möchte ich aus meinem Leben machen? Ich glaube, man kann auch ein Leben lang leben, ohne sich diese Fragen zu stellen. Das geht auch. Ich glaube auch, dass man auch damit glücklich sein kann. Da hat man dann zum Beispiel andere Sorgen. Also da ist dann wahrscheinlich die größte Sorge, oh nein, jetzt kann ich mir halt nicht den Winterurlaub wie meine Nachbarn leisten. Und die Sorge ist dann 100% genauso schlimm und genauso groß wie eine Sorge, wenn man sich den ganzen Kram anguckt und feststellt, fuck ey, ich stecke gerade mega in einem Wertekonflikt. Ich glaube, ich muss den Wohnort wechseln. So, ja. Jemand anders würde vielleicht das gar nicht wissen, warum, und würde nur merken, ach, der Ort passt nicht, ich guck mal was Neues so. Ja. Aber halt die Intensität ist immer die gleiche. Wir sagen ja auch immer so lapidar, oh, ich möchte nochmal Kindergartenkind sein. Aber wenn wir mal zurückdenken, wenn wir dort ausgeschlossen wurden bei einem Spiel oder wenn uns ein Spielzeug weggenommen wurde, das war der gleiche Schmerz, der hatte die gleiche Intensität. Die Welt ist genauso untergegangen wie heute, wenn wir zum Beispiel verlassen werden. Ja. Das macht keinen Unterschied. Nee. Und deswegen kann man auch 100% ein ganzes Leben leben, ohne sich all das anzugucken. Und das machen auch ganz viele Menschen. Aber man kann das auch gern alles angucken. Es passiert nichts Schlimmes. Es ist eher interessant, sich so gut kennenzulernen. Und kann damit, finde ich, nochmal eine andere emotionale Tiefe erreichen, auch also wie bunt und intensiv das Leben sein kann. Ja. Ich sehe es auch ähnlich wie du, weil ich es auch so verstehe, dass Emotionen, also gerade Emotionen, schon immer waren und auch sind, doch dass die Beziehung sich zu meinen eigenen Emotionen quasi wie vertieft. Und da auch ein ganz anderer Zugang zu möglich ist. Und natürlich ist der für jeden Menschen möglich, doch es gibt, glaube ich, auch keine Regel, keine Pflicht und kein Muss, inwieweit sich ein Mensch für sich selber öffnet in seinem Leben. Und ich fand es, ja, find's immer spannend, dass es oftmals so ist, dass diese ganz tiefe Beziehung ganz oft mit bestimmten Erlebnissen oder wirklich tief emotionalen Erlebnissen zusammenhängt in einem Lebenslauf, wenn ich mit Menschen spreche. Und deswegen finde ich das immer eine spannende Frage, die ich mir fast jedes Mal wieder stelle. Ja, wir lernen ja auch halt durch zwei Sachen. Wir lernen durch Schmerz und durch Freude. Aber häufig lernen wir durch Schmerz viel, viel besser. Also weg von diesem Schmerz hin zu dieser Freude ist irgendwie der schwierigere Prozess, den wir Menschen einfach nicht so gut raus haben. Weg von ist halt einfacher, ne? Da ist das Kind im Brunnen gefangen. Okay, das wollen wir jetzt nicht mehr. Aber so dieses, was es da noch alles gibt und was man ja noch alles machen könnte, ja, dafür müsste man erst den Schweinehund überwinden. Deswegen lernen wir meistens besser durch Schmerz. Ja, das ist wahr. Du hast, oder wir haben jetzt beide schon mehrmals Emotionen erwähnt und auch Hochsensibilität. Und du hast von deiner sensiblen Seite gesprochen.
Und ich habe in meiner Facebook-Gruppe, in der Community ganz oft Beiträge, in denen es auch darum geht, dass sich jemand sehr sensibel fühlt, dass er sich aufgrund der Sensibilität oder auch Hochsensibilität nicht so richtig dazugehörig fühlt oder auch ausgegrenzt fühlt oder sich selber nicht in der Lage fühlt, bestimmte Situationen auszuhalten oder sich überhaupt in bestimmte Situationen hineinzubegeben. Deswegen würde ich da mal ein bisschen oder gerne ein bisschen tiefer einsteigen. Und könntest du dafür einmal die Hörerinnen und Hörer darüber aufklären, was aus deiner Sicht generell hochsensibel sein bedeutet oder auch vielleicht im Vergleich eine sensible Seite zu haben, was das überhaupt ist? Ja, auf jeden Fall. Also Hochsensibilität ist keine Krankheit, sondern es ist ein Persönlichkeitsmerkmal, von dem ungefähr 20% der Menschen betroffen sind. Und das gab es auch schon immer so. Es ist jetzt keine neue Erscheinung, aber in den 90ern hat sich Elaine Aron viel damit beschäftigt und die hat dem Kind den Namen gegeben. Und für uns Menschen ist es ja auch immer leichter, wenn wir ein Label haben, um uns zu identifizieren. Ja. Und Hochsensibilität bedeutet nichts anderes, als dass das Gehirn ein klein wenig anders funktioniert. Also die Sinneskanäle sind permanent offen. Dadurch haben wir eine dauerhafte Reizüberflutung, was auf der einen Seite sehr schön ist, weil das Leben wirklich sehr, sehr bunt und sehr intensiv ist und man super viel fühlt. Aber es bedeutet natürlich im Umkehrschluss auch, dass wir viel Zeit und Raum für uns brauchen, um all diese Gedanken denken zu können, alle Emotionen verarbeiten zu können und dann wieder rausgehen können in die Welt, um den bunten Trubel zu erleben. Ja. Und genau, das bringt eben Vor- und Nachteile mit sich. Aber wenn man darum weiß, also wenn man nicht darum weiß, ist man häufig so ein implodierendes Chaos, weil ringsherum sieht ja gar keiner, was irgendwie da in mir vorgeht. Mhm. Aber wenn man darum weiß, dann ist schon mal der wichtigste Schritt getan, weil dann ist es ja auch in unserer Verantwortung, wie gehen wir damit um, ne? Nehme ich mir meine Rückzugsräume und wie selbstfürsorglich bin ich mit mir, wie lieb bin ich mit mir und wie kann ich das vielleicht auch positiv nutzen? Ja, war dir das denn schon immer bewusst oder wusste deine Mutter das oder wie war das für dich, dass du das für dich gespürt hast oder herausgefunden hast? Wie hat sich das bei dir gezeigt? Ja, also ich wusste das nicht schon immer. Ich habe das erst, als ich krankgeschrieben war mit dem Burnout, hatte ich einen Artikel gelesen, in dem es darum ging. Ja. Und da habe ich damals gedacht, boah krass, das klingt ja wie ich. Und da habe ich dann angefangen, mich damit zu beschäftigen. Und das war voll gut. Also mir ging es gar nicht darum, mir dieses Label aufzudrücken, weil ich bin nicht nur hochsensibel, ne? Das ist eine Seite von mir oder ein Merkmal, das mich auszeichnet. Ja. Aber ich habe halt schon gemerkt, wie es einfach wirklich unfassbar viel erklärt hat und Sinn gemacht hat in meinem Leben. Ohne quasi was damit zu rechtfertigen, aber es hat einfach für mich Sinn gemacht. So. Mhm. Und das war schöner Moment. Meine Mama wusste nicht um den Begriff, aber meine Mama wusste zumindest immer, dass ich ein sehr sensibles Kind bin. Ja. Das war klar. Aber der Begriff an sich war ihr nicht geläufig. Der kommt auch jetzt erst immer mehr, also dass das überhaupt Thema wird und dass sich Menschen damit beschäftigen. Früher war das ja gar nicht so Thema, ne? Da war man halt ein Sensibelchen, da war man halt nicht so belastbar. Da war man halt für die Gesellschaft ein bisschen unbrauchbar. Mhm. Weil wir brauchen ja starke Charaktere, die dann starke Lebensläufe hinlegen und die Gesellschaft dadurch weiterführen. So, das ist ja das Bild, was wir eher wollen und nicht, dass jemand halt, naja, ein bisschen weniger belastbar ist und sagt, ja, nee, ich mache halt gern Teilzeit, ne? Also finde ich schön, ich mag gern ein bisschen leben und so. Das fängt ja jetzt langsam erst an, dass das auch sozial adäquat ist. Ja, das stimmt. Also ich habe natürlich ein paar Artikel und auch Podcast-Folgen von dir gehört und mich da auch ein wenig eingelesen. Ist denn das, was ja auch ganz, ganz viele Menschen als Schwarz-Weiß-Denken bezeichnen oder die so das Gefühl haben, in Extremen zu leben, entweder sie denken auch richtig oder falsch,
Ist das auch wie ein Merkmal für Hochsensibilität oder ist das unabhängig davon? Oder lässt sich das überhaupt nicht sagen, dass das so ist? Es ist jetzt an sich nicht etwas, was ich zwangsläufig mit der Hochsensibilität in Verbindung bringen würde. Mhm. Ich glaube eher, das ist so ein bisschen ein generell menschliches Problem, dieses Schwarz-Weiß-Denken, dieses Entweder-Oder, ja, dass wir sehr häufig die ganzen Grauzonen dazwischen nicht erkennen. Also, dass es nicht ist, entweder bleibe ich jetzt mit meinem Freund zusammen oder ich entscheide mich für diesen anderen Typen, sondern dass es auch sein kann, hey, ich entscheide mich für gar nichts und bleibe erstmal mit mir und gucke, was passiert. So als Beispiel. Ja. Das sehen wir häufig nicht, sondern wir sehen immer nur das eine oder das andere. Und das hat auch was mit unserem Sprachgebrauch zu tun, weil wir sehr viel in Superlativen sprechen. Wir nutzen sehr viel diese Generalisierung, dieses immer. Alle sagen das, jeder macht das so, nie hörst du mir zu. Ne, diese Superlative, diese Generalisierung nutzen wir sehr viel im Sprachgebrauch. Ja. Und das, was wir sprechen, das denken wir eben auch. Und dadurch neigen wir zu diesem Schwarz-Weiß-Zonen. Mm-hmm. Während du das gerade gesagt hast, habe ich sofort an ein Gespräch mit meinem Freund zurückgedacht, weil ich da ganz oft in so eine Situation komme, wenn mir für meinen Standpunkt keine Argumente mehr einfallen, dass ich dann dazu neige, so zu pauschalisieren. Und dann sind es plötzlich alle. Dann sind plötzlich alle machen das so und so, alle machen das anders. Und es ist immer so. Genau, das ist auch das beste Beispiel, wirklich die Streitigkeiten in einer Beziehung. Wir streiten ja auch immer darüber, wer hat Recht. Und am Ende haben beide Recht. So, es sind halt einfach zwei völlig unterschiedliche Standpunkte. Genau. Aber genau, da neigen wir dann ganz oft zu diesem, ja, alle anderen sagen das auch und immer machst du das so und so, nie hörst du mir dabei zu und ich wusste darum früher auch nicht, aber mittlerweile weiß ich ja darum, auch durch meine Coaching-Ausbildung und finde es immer total spannend, wenn dann sowas passiert, dem Ganzen zuzuhören, weil ich dann auch immer innerlich schmunzeln muss und wir können halt mit unseren Worten extrem viel verändern, also zum Beispiel allein, wenn wir nicht das Wort Streit benutzen, wenn ich nicht sage, ich streite jetzt mit meinem Freund, sondern wenn ich sage, wir diskutieren jetzt. Das hat einen völlig anderen Klang, nimmt sofort die Negativität raus. Ja. Und das ist was uns viel zu wenig bewusst ist, die Macht der Worte, was man damit positiv auch verändern kann, in kleinsten Situationen. Ja, das ist echt total spannend. Hast du da zufällig so ganz spontan irgendein Tipp für, sei es ein Film, Buchtipp oder direkten Übung, aber hast du da irgendeinen Tipp für diesen Bereich, was Worte eigentlich machen und was Worte auch in einem Leben von uns ausmachen können und dass sie ja wirklich sehr kraftvoll und auch eine bestimmte Macht in sich tragen? Ja, also ich habe mich als Autorin natürlich viel mit beschäftigt und auch im Rahmen meiner Coaching-Ausbildung, weil ich habe damals mich für die NLP-Ausbildung entschieden, also neurolinguistische Programmierung. Das heißt ja, ne, über Sprache Denkprozesse verändern. Ja. Und ein Buch, was ich da sehr empfehlen kann, ist von Tony Robbins, das Power-Prinzip. Der beschäftigt sich in dem Buch sehr viel auch mit dem Thema Sprache. Aber generell ist es ein ganz, ganz wundervolles Buch, das sehr zum Umdenken anregt und sehr viel nicht einfach nur daherredet, sondern mit gezielten Übungen dafür sorgt, dass man selber etwas in seinem Leben verändert. Ne? Es ist nicht so ein Typ, der sagt, ach ja, also das könnte man machen und hier und schau mal, mein Leben ist so schön, sondern der dir ganz, ganz viel Übungen und Tipps mit an die Hand gibt, wie du jetzt etwas verändern kannst. Ja. Und genau, der hat einen großen Teil in diesem Buch, geht um diese Sprache. Und so als Tipp für sich selber kann ich immer empfehlen, das erstmal zu beobachten. Bei sich und bei anderen das mal wahrzunehmen, wie oft wir die Pauschalisierung benutzen. Und was könnte ich denn stattdessen sagen? Häufig fehlen uns einfach Worte und deswegen können wir bestimmte Sachen nicht fühlen oder beschreiben. Mhm. Witzigerweise gibt es zum Beispiel einen Ureinwohnerstamm in den USA, die kennen das Wort Lüge nicht. Das gibt es in deren Sprachgebrauch nicht. Und echt? Deswegen lügen die auch nicht, weil das ist einfach. Das ist wundervoll, ja. Oh, und das ist toll. Das Gleiche gilt auch für uns. Also kann man sich dann auch wirklich mal hinsetzen und überlegen, welche Worte habe ich in letzter Zeit häufig benutzt?
Was fällt mir da ein? Oder wenn es mir schlecht geht, welche Worte benutze ich da? Benutze ich da instinktiv Worte wie depressiv? Oder benutze ich vielleicht andere Worte? Oder welche Worte möchte ich lieber benutzen? Welche beschreiben vielleicht das viel besser? Und dann gezielt, immer wenn wir das Wort benutzen, dann denken, ah, warte mal, ich wollte doch da ein bisschen was ändern. Vielleicht nehme ich ein milderes Wort, weil eben das, was ich sage, fühle ich am Ende auch. Oh, das ist, glaube ich, wirklich sehr wertvoll. Ja, ist es auch. Also mir hat das auch viel geholfen für meinen eigenen Gemütszustand. Ne? Setze ich mich hin und sage, oh, ich bin wütend und ich hasse denjenigen. Oder sage ich halt einfach, puh, das hat mich jetzt echt irgendwie aufgewühlt und getroffen. Da muss ich mal kurz drüber nachdenken. Völlig andere Intention hinter, auch für einen selbst. Ja. Das gibt einem auch viel mehr die Möglichkeit, das dann anzugucken. Ne? Was macht mich denn daran irgendwie? Was wühlt mich denn daran auf? Ist da vielleicht eine Verletzung hinter oder so? Ja, das, genau, macht es dann eben möglich. Wenn man mit seinen Worten etwas milder ist, dann kann man sich auch alles andere anschauen und wird zum Beispiel auch im Yoga und im Hinduismus und Buddhismus ist das auch immer ein großes Thema, ne? Be careful with your words, so. Ja, das denn stimmt. Denn die werden am Ende eben true. Mhm. Ich glaube auch, dass genau das zum Beispiel Sätze sind oder auch Worte sind, die mit Sicherheit ganz viele irgendwo schon mal gehört oder gelesen haben, sei es bei einem Zitat oder auf einer schönen Spruchkarte oder bei Pinterest oder bei Instagram. Doch ich glaube auch, dass es ganz oft darum geht, die Dinge wirklich zu lesen und auch für sich anzunehmen. Es macht ja einen Unterschied, ob ich jetzt Zitate einfach nur lese und mal gelesen habe, achte auf deine Worte und ich denke mir, ah ja, okay, dann achte ich auf meine Worte. Oder ob ich wirklich in die Beobachterrolle reingehe, ab und zu in ein Bewusstsein reingehe und mich wirklich dabei beobachte, was ich mir gerade erzähle, welche Worte ich heute gegenüber anderen Menschen gewählt habe. Das ist ja etwas, was auch ein wenig Zuwendung und Zeit braucht, um da wirklich in Kontakt zu treten mit sich selbst und mit diesem Bewusstsein. Und ich glaube, dass halt ganz viele das schon mal gehört haben, doch vielleicht noch gar nicht so richtig hingeschaut haben. Weil es ist wirklich, so wie du es auch beschrieben hast, glaube ich, super machtvoll und bringt auch eine große Veränderung oder kann eine große Veränderung in zwischenmenschlichen Beziehungen bringen und auch in der eigenen Beziehung zu sich selbst. Ja, auf jeden Fall. Aber wir beschäftigen uns einfach wirklich viel zu wenig damit. Das sagt einem ja auch kaum jemand so richtig mal. Ja. Ne? Also wie gesagt, das stimmt. Aber wer sagt dir schon mal so den Hintergrund dazu? Und ich finde, das persönlich immer sehr, sehr wertvoll, das Know-how, das Wissen, das dahinter zu haben. Das ist auch was, womit ich mich immer viel beschäftige. Irgendwie, keine Ahnung, als ich Liebeskummer hatte, habe ich die Phasen der Trauer gegoogelt oder so. Ja. Ich versuche immer viel zu verstehen, weil wenn wir verstehen, warum irgendetwas ist, dann fällt uns das auch viel leichter, das anzunehmen. Und bei Emotionen ist das Gleiche. Ich finde, ne, nicht so dieses, ja, wir müssen uns halt jetzt mehr auf unsere Feelings konzentrieren und so. Ja, aber wie denn? So, ne? Ja, durch das Wissen dahinter. So, was haben die eigentlich für eine Macht? Warum sind die manchmal so? Ja. Wie kann ich damit umgehen, wenn es mir schlecht geht? Warum ist vielleicht Dankbarkeit wichtig? Was macht das denn dann wirklich mit mir? Und ich glaube, wenn wir da einfach mehr informieren, und das mache ich zum Beispiel auch mit dem Podcast, dann öffnen sich die Menschen viel mehr für ihre Gefühle, weil sie keine Angst mehr davor haben. Ja. Oh, Wahnsinn, das ist richtig gut. Ja, und Angst haben wir, Angst haben wir ja immer nur vor etwas, das wir nicht kennen. Ne? Und in dem Moment, wo man das kennt, wo man weiß, ach, das und das passiert jetzt gerade, okay, alles klar, ich muss nicht durchdrehen. Viel entspannter mit dir und so Gefühlslehre. Maria macht quasi Gefühlslehre. Ja, oh, richtig gut. Ich habe mich gerade sofort auch daran erinnert, dass ich habe damals da auch jede einzelne Emotion wie neu beleuchtet. Und das hat mir auch ganz viel gegeben. Deswegen dachte ich gerade innerlich, ja, Gefühle, also die nochmal neu kennenlernen oder auch wirklich überhaupt erstmal richtig kennenlernen und verstehen lernen und auch verstehen, dass die alle
also alle gleichwertig sind. Es gibt halt kein schlechtes oder kein gutes von der Bewertung her oder unabhängig davon, wie es sich für einen Menschen anfühlt, sondern Emotionen sind ja immer Emotionen, die alle da sind und auch alle ihre Funktion haben in verschiedenen Situationen im Leben. Und ich glaube deswegen, dass es mega wertvoll ist, was du machst und dass du auch über diese Emotionen sprichst und da das Eis brichst, diese Angst vor Emotionen, dass ja einem einfach nur im Weg stehen kann im Leben, wenn die Angst vor den eigenen Emotionen eine Rolle spielt oder aktiv ist, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass das ein sehr großes Problem ist, weil man dann einfach so den Kontakt zu sich selber so stark verliert. Total. Ja. So wie bei mir, ne? Also wäre ich im Kontakt mit mir und meinen Gefühlen gewesen und bei mir und hätte erkannt, okay, ich bin nicht falsch, die anderen sind nicht falsch, vielleicht passen wir hier einfach nur nicht so zusammen. Mhm. So, vielleicht hätte ich dann auch viele Dinge passender für mich gestalten können. Also ich glaube nicht, dass mein Leben besser gewesen wäre, aber vielleicht wäre es in dem Moment passender für mich gewesen. Vielleicht hätte ich dann ein Studium gewählt, das einfach besser passt, ne? Und einen Beruf, der besser passt. Ja. Am Ende sollte es wahrscheinlich aber alles genau so sein. Und aber ich bin doch froh, dass ich jetzt eben mehr im Einklang mit mir lebe und schauen kann, was passt eben, ne? Diese Selbstbestimmung. Ich finde, das ist mit das Wertvollste im Leben, selbstbestimmt leben zu können, weil für mich schließt es ein, dass wir sicher leben, dass wir friedvoll leben, dass wir natürlich wahnsinnig privilegiert sind, dass wir das einfach so können, dass wir alle Möglichkeiten haben, aber es schließt für mich eben auch ein, dass wir entscheiden. Also die wahre Freiheit liegt für mich in der Entscheidung, denn es ist keine Freiheit zu sagen, oh, ich habe alle Möglichkeiten, ich nutze jetzt hier auch keine. Das ist halt einfach, ne? Sich alles warm halten, sowohl in Beziehungen, als auch beim Reisen, als auch beim Wohnort, als auch beim Job. So dieses, tüdelü, hier mal, da mal ein bisschen. Ja. Aber die wahre Freiheit besteht darin zu entscheiden, weil das beinhaltet, dass du dich mit dir auseinandergesetzt hast, mit deinen Bedürfnissen, mit deinen Werten, mit dem, wo willst du hin. Und wenn du nach diesen Kriterien eine Entscheidung triffst, die dich glücklich macht und von der du auch weißt, dass sie dich länger glücklich macht, das, finde ich, ist die wahre Freiheit. Ja. 10 Ausrufezeichen. Alles klar, wir malen hier 10 imaginäre Ausrufezeichen. Du hast auch gerade das Wort Entscheidung erwähnt. Und ich weiß ja schon, dass du entschieden hast, ein Buch zu schreiben. Und ich bin mir sicher, dass das eine sehr selbstbestimmte Entscheidung war. Magst du uns darüber ein wenig berichten, wie sich das für dich angefühlt hat, diesen Schritt zu gehen, zu ich schreibe ein Buch, oder war das vielleicht schon immer ein Kindheitstraum, weil du ja auch schon als Kind sehr viel gelesen hast? Wie kam es dazu, dass du diese Entscheidung getroffen hast für dich und dein Leben? Also ich wollte schon immer mal irgendwann Bücher schreiben. Mhm. Das war tatsächlich schon immer so ein Traum von mir. Und ich habe ja auch irgendwie als Autorin die ganze Zeit jetzt immer schon geschrieben, so für Magazine und so. Ja. Aber ich habe das mit dem Buch, habe ich eher so gesehen, weiß nicht, vielleicht wenn man 40 ist oder so. weil ich halt weiß, dass man vom Bücherschreiben alleine nicht leben kann. Also das können eine Handvoll Autoren, die halt überkrass erfolgreich sind. Ja, das aber stimmt. Normalerweise sind alle Autoren immer noch irgendwie nebenbei Redakteure oder irgendwas, weil es halt wirklich anders nicht geht. Naja, und ich wusste halt immer, dass ich das will und habe gedacht, naja, irgendwann wird der Zeitpunkt kommen und dann werde ich mal gucken, irgendwie, dass ich einen Verlag finde, weil ich wusste auch, dass ich wollte nie Self-Publisher werden. Für mich hat halt das immer noch mal einen anderen Charakter, mit einem Verlag im Rücken zu schreiben. Und dann, weiß ich nicht, war letztes Jahr Dezember und urplötzlich hatte ich 3 Verlagsanfragen am Postkasten, die alle 3 gerne ein Buch mit mir veröffentlichen wollten und dachte so, oh, das ist jetzt einfach, oh, ups, was, wie, jetzt? Okay, krass, ja, cool, lass mal treffen. Ja. Genau, und habe mich dann getroffen und dann ging es ja darum, ne, was stellen sich die Verlage vor für ein Buch, irgendwie, wann soll das erscheinen, was gibt es da für ein Honorar für, was ist sonst noch angedacht, und genau, das hat sich jetzt so ein bisschen über die letzten Monate hingezogen. Und dann habe ich mich am Ende auch für einen Verlag entschieden und den hatte ich auch von Anfang an im Blick, also
Und denen war auch eine Mail und ich habe dann gedacht, also bei denen habe ich gleich bei der Mail schon gedacht, da hätte ich Bock drauf. Und das ist halt der Rowohlt Verlag und genau, mit denen werde ich jetzt ein Buch veröffentlichen und ja, also erstmal muss ich es halt schreiben, so, ne? Erstmal muss ich es schreiben. So. Das ist auch nochmal ein ganz anderes Gefühl, gebe ich auch ehrlich zu. Auch wenn ich Autorin bin, aber es ist ein Unterschied, ob man einen Artikel schreibt oder ob man ein ganzes Buch schreibt. Ja, da bin ich mal gespannt, aber freue mich auch auf den ganzen Prozess und habe eben das Glück, durch eine gut laufende Firma jetzt auch die Zeit dafür zu haben. Ja. Und freue mich einfach wahnsinnig doll drauf, auf diesen ganzen Prozess und die ganze Zeit. Und ich freue mich darauf, wenn es nächstes Jahr, im Moment ist, glaube ich, Mai 2019 angedacht als Veröffentlichung. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Das wird. Und gerade Mai ist für mich so ein Monat, da habe ich Geburtstag, da ist mein Hochzeitstag. Das ist so für mich immer der Monat, wo das Leben wieder anfängt, wo alles blüht. Und ja, das ist natürlich so ein doppelt geiler Monat, dann, dass das ja, mega geil. Das wird ja dann der absolute Highlight Mai. Ja, cool. Ja, das ist wirklich so, da freue ich mich wahnsinnig doll drauf, dass das. Das glaube ich. Ich bin auch echt schon sehr gespannt, was uns da erwartet. Und ich glaube auch, dass das, oder ich könnte mir vorstellen, ich habe jetzt selber kein Buch geschrieben, doch ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass so ein Buch schreiben und dass so ein Prozess, ein Buch zu schreiben, einem auch nochmal ganz viel mitgibt für persönliche Entwicklung oder auch emotionale Entwicklung, spirituelle Entwicklung, dass sich da ganz viel bei einem selber auch tut während dieses Schreibprozesses. Ja, das glaube ich auch. Also ich bin auch ganz froh, dass ich jetzt gerade in Brighton bin und hier starten kann, so mit dem ersten Kapitel. Ich habe jetzt hier nicht den Anspruch, irgendwie täglich 10 Stunden zu schreiben. Das ist auch, also das würde man auch nicht hinkriegen. Nee. Sondern man braucht ja auch die Reize von außen, ne? Und Eindrücke und Erlebnisse und mal einen Spaziergang hier und weiß nicht, da ein Glas Wein und da ein Blick aufs Meer, weil da die Kreativität ja stattfindet und nicht am Schreibtisch. Deswegen muss ich mal gucken, ob ich überhaupt reinfinden und versuche, möglichst erwartungsfrei zu sein. Also ich hätte gerne am Ende des Monats das erste Kapitel fertig. Das wird der Verlag auch ganz nett finden. Und genau. Ich glaube auch, dass der Anfang ist ja immer das Schwierigste. Ne? So ist ja bei allem so, der erste Schritt ist immer das, was uns am meisten kostet. Und deswegen bin ich sehr dankbar, jetzt hier die Zeit zu haben. Auch so viel Zeit da gerade für mich zu haben, weil ich ja alleine hier bin. Das ist, glaube ich, ganz gut. Ja. Aber wer weiß, wie es dann wird und wer weiß, ob es ein gutes Buch wird. Also das finden wir dann nächstes Jahr raus. Das werden wir alle auf jeden Fall rausfinden. Ich würde dir auf jeden Fall jetzt für diesen Moment im Namen von, ich glaube, allen Hörerinnen und Hörern ganz viel Erfolg und Glück schon mal wünschen für überhaupt diesen Schritt. Ich finde, das ist schon ein enormer Schritt, zu sagen, ich schreibe ein Buch. Und ich glaube, dass da auch ganz viel Mut dazu gehört. Ganz viel Zuversicht, ganz viel Vertrauen, ganz viel Glauben an sich. Und den hast du, denke ich, damit definitiv laut ausgesprochen und abgegeben ans Universum. Und deswegen möchte ich dir da hier mal ganz kurz im Namen von allen ganz viel auch Spaß wünschen für die Zeit. Oh, Dankeschön. Danke wirklich. Ach, ja. Danke, das ist ein schönes Gefühl. Sehr, sehr gerne. Ich hätte abschließend noch so 3 Sachen, die ich dich gerne fragen würde oder die ich auch gerne mit der Hörerschaft teilen würde durch dich. Was kann denn jetzt jemand, oder gibt es überhaupt Möglichkeiten, ich bin mir sicher, die gibt es, dich zu kontaktieren oder mehr über dich zu erfahren? Jetzt gibt es das Buch noch nicht, doch was gibt es eventuell noch für Möglichkeiten neben dem Podcast, da noch ein bisschen mehr reinzugehen in das Thema. Was möchtest du denen denn da gerne mitgeben? Also natürlich gibt es den Podcast, da findet man ganz viele Tipps und Geschichten und Einblicke. Ich bin immer jemand, der das nicht so mit dem erhobenen Zeigefinger alles erklärt, sondern gern an dem, was ich auch gerade durchlebe. Ja. Und ansonsten gibt es auch eine Facebook-Gruppe dazu. Das finde ich immer ganz schön, einfach zum Austauschen. Und man findet mich sehr, sehr gut auf Instagram unter Maria Anna Schwarzberg. Und
persönlich, ganz persönlich für mich ist Instagram mein Lieblingstool, weil ich einfach mag, die Leute so nah mitnehmen zu können, über Bilder Emotionen transportieren zu können, aber da halt auch eben Texte mit reinbringen zu können. So. Deswegen Instagram ist das, was ich am meisten und intensivsten nutze. Ich kann auch, kann es nur empfehlen, da auf jeden Fall vorbeizuschauen. Als ich nämlich das erste Mal, das muss ich hier kurz erzählen, als ich das erste Mal auf deinem Profil war bei Instagram, war ich bei einer Freundin von mir und habe ihr das sofort gezeigt, weil ich diese Bildwelt, die du ja da kreierst und erschaffst und teilst, die hat mich so angesprochen. Ich kann gar nicht ganz genau sagen, wodurch oder was genau es war, doch der Gesamteindruck, der hat mich einfach gecatcht oder fasziniert oder begeistert durch diesen Gesamtausdruck der Bildwelt, die du dort darstellst. Oh, und danke, das ist voll lieb. Letztens hat mir auch eine Bekannte von mir hatte unter meinem Bild nur kommentiert, ich erkenne schon an den Filtern, ob das gerade ein Bild von dir ist oder nicht in meinem Feed. Und da musste ich auch so schmunzeln, weil ich habe auch tatsächlich einen hohen ästhetischen Anspruch, wirklich. Ja. Und bin jemand, der sehr ausgewählt ist bei den Bildern und irgendwie genau schaut und auch immer ja sehr bedacht ist auf die Worte, die dann dazustehen. Deswegen ist das gerade tatsächlich ein großes Kompliment. Danke. Oh. Ja, ich finde, das wird halt viel zu selten gesagt oder ich kenne das ja selbst, dass man sich dann selber ab und zu fragt, wie wirkt das überhaupt, was denken die Leute? Das ist ja einfach auch mal schön, ein bisschen Feedback oder Rückmeldungen zu hören. Und wenn ich jetzt gerade die Möglichkeit habe, dann dachte ich mir, nutze ich das einfach mal und sag dir das auf diesem Wege. Voll schön, danke. Gerne, gerne. Magst du uns auch mal verraten, wofür, ich glaube, du hast die Emotion sogar vorhin genannt, Dankbarkeit, wofür du im Moment ganz besonders dankbar bist oder diese Dankbarkeit, dein Gefühl von Dankbarkeit spüren kannst? Im Moment bin ich besonders dankbar für meine Familie, weil das einfach ein Gefühl ist oder eine Institution ist, die wir viel zu sehr unterschätzen, die wir für viel zu selbstverständlich nehmen und die wunderschön ist, weil Familie auch für Sicherheit steht, für Ankommen, für angenommen werden, für auch in schlechten Momenten ist immer jemand da und ja, dieses ganze Konstrukt einfach viel zu sehr unterschätzt wird, viel zu sehr abgelehnt wird, ganz schnell raus wollen wir möglichst und weit wegziehen. Und ich merke in den letzten Monaten einfach sehr, sehr stark, wie wichtig das ist und mit wie viel Dankbarkeit das mich erfüllt und wie viel meiner Bedürfnisse auch dadurch gestillt werden und wie wundervoll es ist, so nahe Menschen zu haben. Deswegen bin ich im Moment am dankbarsten für meine Familie. Oh, schön. Ich hoffe, dass Sie es gehört haben. Ja, vielleicht sollte ich denen die Folge mal schicken. Ja, es ist ja, auch, ich glaube auch für Familien, es ist nicht selbstverständlich, dass diese Beziehung so ist und dass ein Mensch in der Lage ist, das auch so auszudrücken und in Worte zu fassen, glaube ich. Ja, das ist auch wirklich nicht selbstverständlich. Da steckt auch wie bei jeder Beziehung Arbeit hinter. Ja, und genau. Dennoch glaube ich auch einfach, dass jede Familie unterschiedlich ist und nicht jeder hat das Glück, irgendwie eine super heile Familie zu haben. Und aber dennoch können wir aus der Familie, die wir haben, immer noch das Beste machen. So, wir haben halt auf jeden Fall eine Familie und das ist auch, ja, da ist auch immer viel möglich. Und meine Mama ist zum Beispiel jemand, die hört sich wirklich jede Folge von mir an, ne? Und guckt sich jede Instagram-Story an und jedes Bild und freut sich, dass sie teilhaben kann und sagt mir dann auch immer, wie stolz sie ist. Und da denke ich mir, boah, wie wundervoll ist das so. Also dafür bin ich zum Beispiel sehr, sehr dankbar. Oder selbst mein kleiner Brudi, ne, so, der guckt auch immer alles an. Der ist halt 10 Jahre jünger, ist jetzt 19. Und das ist so süß. Und wenn wir dann irgendwie in WhatsApp gerade irgendwas schreiben und er dann, da hat sich irgendwie gepostet, dass ich im Botanischen Garten bin. Und das ist für mich immer super wertvoll, weil ich mich da meiner Familie sehr nah fühle. Ja. Weil meine Großeltern halt Gärtner waren und einen Gartenbaubetrieb hatten. Und ich war halt eben noch auf Bali und dann hatten wir irgendwie im Familienchat was ganz anderes geschrieben und dann schrieb mein Brudi auf einmal so, ja, übrigens viel Spaß im Garten, ne, bis später.
Das ist so, cool. Es ist so süß, einfach weil wir alle Anteil haben. Und ich glaube, das ist generell was Wichtiges, was ich einfach auch gern mitgeben würde, so für alle, die gerade zuhören, generell in Freundschaften, Familien oder so. Das, was es ausmacht und was das Leben so schön macht daran, ist einfach den Alltag zu teilen und zu kommunizieren. So, das finde ich, macht die Intensität von Beziehungen aus. Ja, ja. Sehr, sehr wertvoll. Du hast eben schon dein liebstes Tool genannt und das ist, wo du dich auch super gerne bewegst und auch am liebsten teilst bei Instagram. Wenn du angenommen, oder nee, nehmen wir mal an, Instagram würde morgen schließen. Es gibt Instagram ab morgen nicht mehr. Du hättest heute die Möglichkeit, noch einen letzten Beitrag bei Instagram zu teilen oder auch eine letzte Story zu machen. Was würdest du da entweder als Bild beschrieben oder in Worten verpackt, was würdest du als letzten Beitrag über deinen Lieblingskanal mit der Welt und deiner Community und allen anderen Menschen teilen wollen? Ich glaube, ich würde da irgendwie meine Lieblingsmetapher nutzen, nämlich dass alles im Leben in Wellen kommt und geht. Und dass wir das Gute immer versuchen festzuhalten, obwohl es schon längst wieder ein Wellental ist und davon gleitet. Und wir versuchen das Schlechte fernzuhalten, dabei nähert sich das schon. Und wenn wir einfach uns mal diesem Fluss hingeben, diesem Flow, diesem Ozean und in diesen Wellen leben, dann ist das Schmerzhafte auch gar nicht mehr so schlimm und man kann auch im Unglück glücklich sein. Und das Gleiche gilt auch für irgendwelche Social-Media-Plattformen. Eine geht, eine neue kommt. Sehr cool. Ja, ist es nur das Internet, ne? Also ja, 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 das stimmt. Das ist ein sehr, sehr schönes Bild. Ich glaube, das haben ja die meisten Menschen auch schon mindestens einmal in ihrem Leben gesehen. Davon gehe ich auf jeden Fall aus oder hoffe es auf jeden Fall. Wenn nicht, wäre jetzt der Zeitpunkt, ans Meer zu fahren und sich das Meer anzuschauen, um wirklich auch mal ein Gefühl dafür zu bekommen. Und ich finde, das ist nämlich ganz kraftvoll, wenn man beispielsweise gerade am Meer steht und ein solches Bild, was du beschrieben hast, diese Metapher, in dem Moment, wenn man am Meer steht und die Wellen hört und das Meeresrauschen hört, sich so ein Bild vorzustellen, weil ich glaube, da kann sich bei jedem Menschen dieses Gefühl von innerlicher Verbindung und auch innerlichem Frieden oder Freiheit kann sich dort in einem breit machen oder kann darauf zugegriffen werden. Deswegen glaube ich, ist das ein wundervolles Bild, was einem im Alltag auch ganz viel bringen kann oder einen auch begleiten kann, wenn man sich das immer wieder vor Augen führt und abruft. Ja, das stimmt. Ich finde, das ist, also es gibt im Leben halt nicht nur gut und es gibt auch nicht nur schlecht so. Und nee, sich dem einfach hinzugeben und sich das wirklich immer wieder bewusst zu machen, okay, das ist vielleicht eine nicht so gute Phase, aber es wird wieder eine gute kommen. Und ja, auch wenn die jetzt gerade nicht so gut ist, zumindest wenn ich mit einem Tee und einem Buch in meinem Sessel sitze, dann ist die Welt noch in Ordnung, ne? Zum Beispiel. Ja. Man kann ja trotzdem schauen, dass man sich in diesem Moment ein Gutes tut. Genau. Dann ist das Leben auch in solchen Momenten etwas erträglicher. Absolut. Ah, Maria, ich danke dir viel, vielmals für diesen persönlichen, tiefen, emotionalen Einblick in deine Gefühlswelt, Gedankenwelt, generell deine Welt. Und ich bin mir sicher, dass viele Menschen sich dort in dem einen oder anderen Punkt wiedererkennen oder wiedererkannt haben. Und da etwas mitnehmen werden für sich. Und bin gespannt, was wir da hören werden, was der eine oder andere daraus macht oder für sein Leben mitnimmt. Dafür danke ich dir sehr. Ich danke dir. Es war mir wirklich eine Freude, zu Gast zu sein. Und ja, ich sitze hier gerade in der Sonne, die durch das Dachfenster scheint. Und wünsche auf jeden Fall allen einen richtig tollen Tag noch. Ich machen wir, glaube ich, gleich erstmal Frühstück. Oh, wie schön. Ja, ist ja jetzt auch ein guter Zeitpunkt. Ja, das denke ich auch. Also vielen, vielen Dank und ja, viel Spaß noch in Brighton erstmal.
Dankeschön, bis bald. Tschüss. Tschüss. Inspiration pur, oder was würdest du jetzt sagen? Ich hoffe, dass du ganz viel über Hochsensibilität gelernt hast, für dich mitgenommen hast und für dich nutzen kannst, in dem Fall, dass du selber hochsensibel bist. Schau auf jeden Fall bei Maria bei Instagram vorbei, in der Facebook-Gruppe und hör in ihren Podcast hinein. Es ist wirklich super wertvoll, was Maria dort macht. Und wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Ein Hoch auf dich, deine Kira.